Willkommen zu diesem kleinen CSGO-Tutorial. Ihr habt euch gewünscht, dass ich euch ein paar Maps zeige, auf denen man sein Aiming trainieren kann, besser in CSGO wird und so weiter und so fort. Und da habe ich drei Maps für euch an der Hand. Und zwar zuallererst mal Training Aim CSGO 2 für die Reaktionszeit. Dann Fast Aim and Reflex Training Map. Das sieht so aus, das könnt ihr euch alles im Workshop runterladen. Darauf kann man Aiming sehr gut trainieren, also das bloße Aiming auf Leute, zielen, sie treffen und so weiter und so fort. Das ist eine Mischung aus Crosshair Placement, Spray Control und eben der Reaktionszeit. Und zu guter Letzt noch diese Map, Recoil Master Spray und so weiter. Ich verlinke euch das, beziehungsweise schreibe euch die Namen der Maps noch in die Videobeschreibung. Womit ihr beginnen solltet, ist auf jeden Fall dieses Aim-Training, beziehungsweise in dem Fall Reaktionstraining. Das kann man einfach so lassen. Wahrscheinlich ist ja bei euch No-Bots, kann man auch machen, das ist eigentlich völlig wurscht. Denn auf dieser Map braucht ihr oder habt ihr keine Bots, gegen die ihr spielt. Die Map sieht wie folgt aus. Ihr habt hier diverse Level, die ihr wählen könnt. Ihr habt drüben einige Einstellungen, die ihr wählen könnt. Und ihr habt hier eure Waffen, die ihr braucht. Man kann hier zu Fuß weiter nach hinten gehen. Man kann aber auch einfach diese Taster hier vorne benutzen. Ich nehme jetzt mal ganz kurz die M4. Mit E habe ich die einfach da rausgeholt. Und man kann über diese Levelsprunganzeige eben immer weiter nach hinten springen, damit es schwieriger wird. Ne? Ihr merkt, man kommt hier ganz weit nach hinten, kann einfach nach vorne springen oder eben hier auf die 1 drücken und ist wieder vorne. Und diese Map funktioniert ziemlich easy. Ihr drückt hier auf Start und habt dann hier diese kleinen roten Punkte, auf die ihr eben schießen müsst. Das ist in erster Linie eben einfach nur, damit ihr wach werdet. Also ihr merkt gerade, ich habe noch gar nichts gemacht heute und bin eher kalt. Alleine schon um diese Range des Mauspads. Ja, ich komme gar nicht so weit nach da drüben jetzt hier. Um warm zu werden, ja, um sich einfach aufzuwärmen. Es ist jetzt fertig. 16 Schüsse wurden abgegeben, 9 haben gefailt. Aber um zum eigentlichen Thema zu kommen, sorry, dass ich mich jetzt hier ein bisschen verhuddelt habe. Ihr geht auf Reflextraining. Das ist wirklich das Reflextraining. Da trainiert man nur die Reflexe. Ihr drückt hier auf Start, dann habt ihr hier einen roten Punkt. Und sobald der blau wird, müsst ihr schießen. Es ist wirklich sehr kurz und ich habe schon verhuddelt. Ah! Gott, ich bin wie so ein Opa. Scheiße. Ja, come on, get it. Ah, shit. Ja, das ist das Reflextraining. Ihr könnt ja auch noch Burst-Training machen. Das habe ich noch gar nicht getestet. Okay, das geht dann schon so ein bisschen auch in die Richtung Spray-Control. Intensives Fast-Aim-Training. Let's do it, bro. Oh Gott, oh Gott. Oh. Ja, so viel zu dieser Map. Ihr könnt ja noch die Farbe und die Size von diesen Dingern einstellen und so weiter und so fort. Shots to kill. Ihr könnt ja auch noch mehrere Schüsse verlangen. Das würde ich aber einfach alles so lassen. Das reicht vollkommen aus. Also wenn ihr anfangen wollt zu trainieren, schaltet ihr hier auf Reflex Training, geht hier auf Start und fahrt ein bisschen hoch, ja. Es ist echt schwierig. Es ist wirklich schwierig. Also vielleicht liegt es an meinem Alter. Ich habe keine Ahnung. Oh, das war aber knapp, mein Freund. Ja, soweit so gut. Ihr geht dann nach draußen, wenn ihr euch warm fühlt und geht dann an euer eigentliches Aim-Training und zwar diese Map hier. Die Map ist ganz einfach aufgebaut. Ihr könnt ja mit B einkaufen und es kommen Bots auf euch zugelaufen. Da. So, und die müsst ihr eben abknallen. Natürlich am besten only Headshots, ist klar. Bah, my friend. Alter, ich fühle mich gerade wie mit Aimbot behaftet. Okay, jetzt nicht mehr. Man merkt schon, es macht auch direkt Spaß, weil man halt Erfolge hat, ne? Die Gegner schießen nicht zurück. Und man kann auch mit der Diegel reinschniedeln. Oh, bam, bam. Ihr müsst eure eigenen Soundeffekte machen, da macht es mehr Spaß. Der da ist jetzt dran. Zack, oh yeah, zack. Ihr könnt ja auch, wie gesagt, andere Waffen nutzen. Einfach mit B und dann so ein bisschen ausrasten. Und das ist ein recht nices Aim-Training. Gut, die Bots laufen halt oftmals vorhersehbar. Aber nichtsdestotrotz ist es zum Aufwärmen nicht schlecht. Ihr könnt auch zurückgehen auf die andere Map und da das Aim-Training machen. Aber mir gefällt die ein bisschen besser, weil man eben nicht auf irgendwelche Punkte zielt, sondern eben tatsächlich auf Models. Und das ist ein wichtiges Training. Schade, warum läuft es so nie in den Spielen? Verschissen nochmal. Gut, und wenn ihr dann euer Aim trainiert habt, dann ist es wirklich noch extrem wichtig. Das dürft ihr nicht vergessen. Ihr müsst auf jeden Fall, gerade wenn ihr viel sprayt, das Recoil der Waffen, also den Rückstoß der Waffen, zu kontrollieren wissen. Es ist vielleicht für viele eher unwichtig. Man denkt sich, ja gut, ich spray einfach drauf und das funktioniert schon. Aber nein, so ist es nicht. Beziehungsweise es kann deutlich einfacher für euch sein. Zum Beispiel, ich habe jetzt die AK. Man kann hier Show Impacts drücken, übrigens, dass man hier die Dinger sieht. Kann man ausschalten. Man kann das Movement locken, dass man sich nicht bewegen kann. Und man kann das Movement auch wieder freigeben und eben das Ganze resetten. Hier kann man sich die Waffen holen. Zum Beispiel, ich bleibe jetzt bei der AK oder ich hole mal die, keine Ahnung, die Farmers. Das ist keine Farmers, what the fuck? Was ist denn das da hinten für ein Raum? Ich bin autorisiert, ich bin sau cool. Ja, moin. Rank up. What the fuck? Alles klar. So, ich nehme jetzt doch mal die AK. Also, schaut mal. Das hier ist die Spray Control der AK. Ihr seht jetzt diesen Graphen oder diese Linie gleich andersherum, wenn ich den Spray nicht kontrolliere. Passt auf, ich drücke einfach nur auf linke Maustaste, sonst nichts. Seht ihr, es ist ungefähr diese Linie, nur komplett verkehrt herum aufgelegt. Es geht hoch und dann links und dann ganz weit nach rechts. Also hoch, rechts, dann ist es eben spiegelverkehrt. Dann, ne? Ist einfach so zack hier draufgelegt. Das ist dieser Spray, der AK. Der ist immer gleich.
Und diesen Spray könnt ihr kontrollieren, indem ihr zum Beispiel dem grünen Punkt folgt. So ein bisschen. Merkt ihr, man schießt schon deutlich mehr in die Mitte. Das ist jetzt, wartet mal. Naja, so ein bisschen. Wenn hier einer gestanden wäre, hätte er wahrscheinlich eh direkt gefressen, weil meine ersten 5 oder 6 Schuss ziemlich präzise sind mit der AK. Danach bin ich nicht mehr so der König, ich bin extrem schlecht im Sprayen, aber am Anfang geht's ganz gut. Und das könnt ihr mit jeder Waffe machen. Ihr könnt mit jeder Waffe den Spray lernen. Das ist der Spray der Farmers. Wir überprüfen das kurz. Ja, moin. Und jetzt, Achtung. Ich bin sogar ein bisschen zu weit runtergegangen. Merkt ihr was? Fast nur in der Mitte. Und guckt euch mal diesen Spray an. Oder diesen Spray, den viele machen. Ist auch nicht optimal, ne? Wenn man diese Spray-Control hat, dann geht das einfach nochmal ein bisschen besser. Habt ihr gesehen, wie viele Kugeln da reingehen, mein Freund? Das könnt ihr wirklich mit jeder Waffe machen. Gut, die Pistols bzw. One-Shot-Waffen haben. Also, die hat zwar auch, ihr seht, das Grüne verändert sich. Ja, man, es ist einem ja klar, dass man dann ein bisschen nach unten zielen muss, damit es reingeht mit den Pistolen. Aber natürlich ist dann zum Beispiel sowas sehr interessant hier. Oh, die hat keinen Graph. Wir können uns den Graph ja selbst machen. Okay, passt auf. Naja, das hier ist also die Spray Control bzw. Recoil Master Map. Hier könnt ihr noch verschiedenste Dinge einschalten, zum Beispiel den Terroristen als Target einstellen, Non-Spread, Multitarget, ihr könnt Infinite Ammo einstellen, ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn ihr richtig hart rein spammen wollt, dann könnt ihr halt durchgehend schießen. Dann könnt ihr den Punkt vielleicht auch ein bisschen gezielter folgen oder sowas, keine Ahnung, wie ihr das am besten oder am liebsten machen wollt. Schaut euch mal den Spread von der AUG an. Es ist schon wirklich eine Wissenschaft für sich, diese Waffen. Guck mal, die P90. Um Gottes Willen, yes, das ne. Den P90-Spray habe ich natürlich perfektioniert, ne? Da bin ich der König drin. Das ist natürlich auch eine perfekte Übung, um schön in den Kopf zu treffen. Ihr stellt euch direkt dran und dann geht es schon. Spray Control gleich 0. Ihr kriegt unten auch so eine Statistik angezeigt, ne? Das ist auch ziemlich nice. Zack, so, Statistik kommt. Shots fired 51, Shots hit 32, Headshots, Chest, Stomach und Legs. Da könnt ihr also genau sehen oder genau herauslesen, was ihr wie getroffen habt, was auch eine ziemlich edle Sache ist. Hier ist nochmal alles erklärt. Was ist Recoil, was macht diese Map und so weiter und so fort. Und hier seht ihr auch nochmal die Hitboxen oder die, ja doch, die Hitboxen, die verschiedenen eines Körpers. Also das ist schon eine ziemlich hilfreiche Map. Hier hinten stehen noch einige Awards, die ich so über die Jahre freigespielt habe. Ich bin halt doch schon echt ein König. Ich kann euch diese 3 Maps nur ans Herz legen, vor allem wenn ihr was Großes vorhabt, also euch wirklich einspielen wollt für irgendwas Bestimmtes, dann sind das natürlich die optimalen Geschichten. Man kann hier übrigens auch direkt den Ghost loslaufen lassen und so weiter. Hier gibt es die verschiedensten Dinge, die man einstellen kann, um ordentlich was zu reißen. Ich hoffe, dass ich euch bei eurer Frage, wie man denn jetzt AIM am besten trainiert, weiterhelfen konnte und dass vor allem die ganz frischen Spieler, die eben auch diese Frage gestellt haben, zufrieden mit dieser Antwort sind. Ihr solltet aber auf keinen Fall vergessen, dass das hier nicht grundsätzlich ausschließlich das Training ist, um AIM stärker zu werden, sondern es muss natürlich auch einfach die Übung her aus den richtigen Matchmaking-Spielen. Ihr müsst gegen sich bewegende Gegner spielen, ihr müsst auf den einzelnen Maps spielen, um eben auch diverse Dinge rechtzeitig abzuaimen und so weiter und so fort. Das gehört da auf jeden Fall noch feste mit dazu. Aber diese 3 Maps sorgen schon mal für einen gewissen Übungsgrad. Und wenn ihr das immer mal wieder schön trainiert, dann werdet ihr spüren, wie ihr langsam besser werdet. Natürlich steigt die AIM-Verbesserung mit dem Übungsaufwand an. Wer sehr viel trainiert, wird auch besser oder beziehungsweise schneller besser. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.